It is 9 a.m. Es ist 9 Uhr und this is Berlin Calling. Willkommen an alle unsere Freunde und Gäste aus der ganzen Welt zu unserer Jahrestagsausgabe des Berlin Foreign Policy Forum. Ich bin Programmdirektorin des Forums, Liane Fix ist mein Name. Und Sie sehen, das Format sieht ein bisschen anders aus als das, was wir alle erwartet haben. Anstatt vieler Gäste, die hier noch Kaffee trinken und miteinander plaudern, haben wir hier jede Menge Techniker, die sich über ihren Bildschirm beugen. Während der Pandemie im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal das Forum mit 17.000 Livestream-Viewers und über 1.000 Gästen online abgehalten. Wir haben gehofft, wir können Sie persönlich heute kennenzulernen und zu begrüßen. Aber wieder hat die Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen machen wir es wieder meistens digital. Und das ist auch eine Chance. Wir haben 1.400 Teilnehmer, die sich registriert haben für dieses Berlin Foreign Policy Forum in diesem Jahr. Guten Morgen und willkommen an Sie alle. Und ich denke, irgendwo sollte Alex Tam Moderator sein. Sehr angenehm, Sie zu sehen, Liana. Gut, Sie zu sehen. Wie ist die Stimmung in der Gruppe? Ja, wir hatten bereits 15 Minuten, um uns kennenzulernen und den Tag zu beginnen. Wir haben über politische Themen geredet, die im Forum präsent sein werden und das, was diskutiert werden soll. Und wir hatten zwei kleine Interviews geführt zur Ukraine und Asien und Japan. 15 Minuten, sehr interessant und wir freuen uns auf die Konferenz jetzt. Haben Sie eine Vorstellung, wo alle Teilnehmer herkommen? Wer ist heute bei uns? Wir haben gefragt, wo kommen Sie alle her? Natürlich haben wir eine kleine Wordcloud geöffnet. Berlin und Hamburg ist da, natürlich die Standorte der Körperstiftung, aber wir haben auch aus Washington bis Japan und aus allen europäischen Hauptstädten Teilnehmer dabei, die heute mitmachen wollen und etwas hören wollen über die deutsche Außenpolitik zum Berliner Forum. Vielen Dank an alle unsere Teilnehmer. Wir hoffen, Sie haben inspirierende Diskussionen und interessante Fragen und Kommentare, die Sie natürlich hier in die Runde bringen können. Danke. Und jetzt beginnen wir mit dem Berlin Forum und wir geben das Wort an Thomas Paulsen, Mitglied des Vorstandes der Körperstiftung. Und nach ihm spricht Heiko Maas, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt können Sie den Livestream verfolgen. Also vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie die 15 Minuten da waren. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Also meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine große Freude, unsere Gäste, die heute online sind, im Namen der Körperstiftung zum 10-jährigen Jubiläum des Berliner Forum Außenpolitik zu begrüßen. Wir haben das Berliner Forum Außenpolitik 2011 gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt gegründet. 2011 jährt sich das 60-jährige Bestehung des neuen Auswärtigen Amtes nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und wir waren beide der Meinung, dass Berlin ein Raum für eine regelmäßige und offene Diskussion von Kernfragen der deutschen und europäischen Außenpolitik braucht. 10 Jahre später kann ich mit Stolz sagen, dass sich das Berliner Forum Außenpolitik als eine wichtige Veranstaltung im außenpolitischen Kalender Berlins und vieler anderer Hauptstädte etabliert hat. Letztes Jahr fand dieses Forum zum ersten Mal als Hybridveranstaltung statt. Ein großer Erfolg. Gestern haben wir das Jubiläum des Berliner Forums zusammen mit dem 60-jährigen Bestehen unseres ältesten Projektes des Bergedorfer Gesprächskreises gefeiert. In einer Festveranstaltung mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö haben wir gefragt nach dem Geist von Helsinki und dem Wert des Dialogs in Zeiten zunehmender Großmachtkonkurrenz.
Heute werden wir diese Debatte fortsetzen mit Gesprächen über die Zukunft der deutschen Außenpolitik nach Merkel, die transatlantischen Beziehungen, die europäischen Nachbarschaft und vieles mehr. Während die Welt noch mit den Folgen der Covid-19-Pandemie kämpft, warten neue Aufgaben auf uns. Die Digitalisierung und die Klimakrise, um nur zwei davon zu nennen. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Image der Deutschen immer, etwas mürrisch und pessimistisch zu sein, die German Angst. Wir wollten die German Angst hinter uns lassen und haben beschlossen, dass wir nicht nur über die großen Herausforderungen und Bedrohungen unserer Zeit diskutieren wollen, vielmehr wollen wir die Chancen des Wandels in den Blick nehmen. Und deshalb lautet der Titel des diesjährigen Berlin Forums, ist nicht Herausforderungen für uns, aber Chancen im Wandel, deutsche Außenpolitik in einer Ära der Transformation. Wie kann die digitale Transformation in eine Chance für die EU verwandelt werden, ein wirklich souveräner Akteur zu werden? Wie können wir die transatlantische Zusammenarbeit stärken und auch mit schwierigen Staaten und Akteuren an der Klimakrise zusammenarbeiten? Und was sind die Lehren aus Afghanistan? Heute werden wir auch die fünfte Ausgabe unserer Flaggschiff-Publikation The Berlin Pulse feiern und mit einer brandneuen Meinungsumfrage. Für die deutsche Öffentlichkeit sind die anstehenden Aufgaben für die deutsche Außenpolitik nach Merkel ganz klar. Mit 21% wird der Klimawandel als die größte Herausforderung für die deutsche Außenpolitik nach Afghanistan gesehen. Da die Umfrage im September durchgeführt wurde, standen viele Deutsche noch unter dem Eindruck der unmittelbaren Ereignisse in Afghanistan. Trotz der düsteren Erfahrungen in Afghanistan hat sich die Einstellung der deutschen Öffentlichkeit zu Engagement oder Zurückhaltung in internationalen Krisen nicht geändert. 50% bevorzugen Zurückhaltung, 45% fordern mehr Engagement. Und diese Zahlen sind schon seit vielen Jahren gleich geblieben. Und innerhalb der EU wünschen sich 65% der Deutschen, dass der nächste deutsche Bundeskanzler die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stärkt. Ich bin gespannt, was unsere fantastischen Redner zu diesen Ergebnissen sagen werden. Und ich bin gespannt auf Ihre Fragen auf unserer neuen Konferenzplattform und unter dem Hashtag #BerlinForum. Ich möchte Sie ermutigen, sich an unseren Umfragen zu beteiligen und sich in exklusiven Hintergrundgesprächen auszutauschen. Unsere Programmdirektorin Liana Fix wird uns durch den Tag führen. Abschließend möchte ich auch dem Auswärtigen Amt für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren des Berliner Forum Außenpolitik danken. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Bundesaußenminister Heiko Maas die Tradition fortsetzt, das Berlin Forum zum 4. Mal in Folge zu eröffnen. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben das Wort. Was ist jetzt? Ja, sehr geehrter Herr Paulsen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo immer Sie sind, bedauerlicherweise nicht hier bei uns. Vor 10 Jahren fand das erste Berliner Forum Außenpolitik statt und seitdem hat sich das Forum zu einer Institution in der außenpolitischen Debatte in Deutschland entwickelt. Und deshalb gratuliere ich dem Forum der Körperstiftung, Ihnen, lieber Herr Paulsen, sehr herzlich zu diesem Jubiläum und ich wünsche Ihnen noch viele, viele Jahre, die dazukommen werden. Denn es hat sich gezeigt, dass dieses Forum immer wieder Impulse aussendet in die Politik, die dort nicht nur Beachtung finden, sondern aus denen sich auch Konsequenzen ergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Deutschland war die Welt 2011 im Jahr ihres ersten Treffens eine völlig andere als heute. Und die wenigsten von uns hätten damals erwartet, was seitdem international geschehen ist. Dem arabischen Frühling beim ersten Berliner Forum Außenpolitik ein hoffnungsvoll diskutiertes Thema, folgten statt demokratischer Transformation blutige Bürgerkriege. Die Euro- und Flüchtlingskrisen haben die Europäische Union seitdem erschüttert. Mit dem Brexit hat erstmals ein Mitgliedstaat die EU verlassen.
Russland hat mit der Annexion der Krim die europäische Friedensordnung komplett in Frage gestellt. Und die Rivalitäten zwischen Regional- und Großmächten, besonders zwischen den USA und China, haben sich seitdem dramatisch verschärft. Donald Trump war 4 Jahre lang Präsident der Vereinigten Staaten und in vielen Ländern vergiften Populisten und Nationalisten die Innen- und die Außenpolitik. Und zuletzt hat die Pandemie weltweit zahllose Menschenleben gekostet, während die Gefahren des Klimawandels vor unsere eigene Haustür gerückt sind. Kurzum, Deutschland hat in den vergangenen 10 Jahren eine Epoche internationaler Krisen durchlebt, die viele unserer Gewissheiten erschüttert haben. Deutsche Außenpolitik, das hieß im vergangenen Jahrzehnt vor allem Krisenmanagement und manchmal auch einfach nur Damage Control. Unsere jüngere außenpolitische Vergangenheit wirft damit eine sehr grundsätzliche Frage auf. Wieso haben uns die zurückliegenden Krisen derart überrumpelt? Und was bedeuten sie für Deutschlands Rolle in der Welt? Meine Damen und Herren, um diese Frage zu beantworten, lohnt ein Blick in das Ende der Illusion. Ein Buch des Soziologen Andreas Reckwitz. Und dieses Buch beschreibt, wie insbesondere nach der globalen Finanzkrise 2008 westliche Fortschrittsideen in die Krise geraten sind. Wirtschaftliche Globalisierung, gesellschaftliche Liberalisierung und neue Technologien, sie haben ungeahnte neue Möglichkeiten geschaffen. Aber sie haben auch extreme Ungleichheit und politische Polarisierung befeuert. Der Titel „Das Ende der Illusionen“ trifft diese gesellschaftlichen Entwicklungen. Er passt aber aus meiner Sicht auch zur außenpolitischen Debatte in Deutschland in den vergangenen Jahren. Denn auch viele unserer außenpolitischen Fortschrittsideen sind zuletzt ins Wanken geraten. Die Idee, dass die europäische Integration unumkehrbar voranschreitet. Die Idee, dass wirtschaftliche Macht und Vernetzung nach und nach militärische Macht in der Weltpolitik ablöst. Und die Idee, dass Staaten weltweit auf das westliche Modell von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten konvergieren und dass die Zeit dabei für uns spielt. Meine Damen und Herren, dass diese Ideen jedenfalls in Teilen illusorisch waren, irgendwo ist uns das zuletzt schmerzhafter vor Augen geführt worden als in Afghanistan. Die Ereignisse der vergangenen Monate dort waren bitter, zuallererst für Afghaninnen und Afghanen, aber auch für uns. Wir haben mit unseren Verbündeten nach den Anschlägen des 11. September erfolgreich den internationalen Terrorismus in Afghanistan bekämpft. Und auch hat das Land in den vergangenen 20 Jahren Fortschritte bei menschlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung gemacht, die sich nicht einfach wieder zurückdrehen lassen wird. Gleichzeitig ist aber unser Misserfolg in Afghanistan offensichtlich. Der Aufbau einer nachhaltigen politischen Ordnung mit demokratischer Regierung, effektiver Bürokratie und funktionierender Armee ist gescheitert. Und deshalb bedeutet Afghanistan einen Einschnitt. Wir dürfen aus diesem Einsatz nun nicht ableiten, dass Deutschland zukünftig international keine Verantwortung mehr übernehmen sollte. Etwa alleine die Abwehr terroristischer Gefahren, die sehr schnell auch in Europa ankommen kann, wird auch in Zukunft weiterhin Bundeswehreinsätze rechtfertigen. Aber dennoch ist klar, unsere Hebel, um andere Länder zu beeinflussen, haben Grenzen. Mehr Mitteleinsatz bringt nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse. Und der Export uns genehmer Staatsformen kann nicht alleine der Anspruch deutscher Außenpolitik sein. Stattdessen muss sich diese deutsche Außenpolitik zukünftig realistische Ziele setzen, die klar definierten deutschen Interessen entsprechen. Oder zugespitzt gesagt, es ist Zeit für ein Ende der Illusion. Meine Damen und Herren, das klingt erst einmal hart, nach Zynismus, Resignation oder Rückzug. Ich plädiere allerdings dafür, und so tut das auch Reckwitz in dem von mir erwähnten Buch, Desillusionierung als Chance zu begreifen,
für eine neue politische Nüchternheit, für undogmatische Zuversicht und für einen pragmatischen Realismus. Genau ein solcher Realismus eröffnet auch der deutschen außenpolitischen Debatte neue Perspektiven. Er lässt überzogene Hoffnungen auf ein Ende der Geschichte hinter sich. Aber er vermeidet auch einen ebenso übertriebenen Pessimismus und Alarmismus, der sich zuletzt in vielen außenpolitischen Wortmeldungen in Deutschland breit gemacht hat. Denn Sachlichkeit, nicht Übermut oder Angst, sind die richtige Grundlage für eine Analyse der Lage Deutschlands in der Welt. Und eine solche eben realistische Analyse ergibt aus meiner Sicht vor allen Dingen drei Punkte. Erstens, die Weltpolitik durchläuft eine Ära der Transformation, wie es auch der Titel dieses Forums sagt. Die Multipolarisierung der internationalen Ordnung befeuert wirtschaftlichen, technologischen, diplomatischen und militärischen Wettbewerb zwischen Staaten. Gleichzeitig sorgen aber Vernetzung und globale Herausforderungen wie der Klimawandel auch für mehr Zusammenarbeit eben zwischen diesen Staaten. Ein paradoxes internationales System entsteht, in dem gleichzeitig mehr Wettbewerb, aber auch mehr Kooperation herrschen. Ein System, in dem Staaten mehr trennt, während sie sich gleichzeitig so nah sind wie nie zuvor. Zweitens, Deutschland hat alle Voraussetzungen, um in einer solchen kompetitiven, kooperativen und vernetzten Welt zu bestehen. Unsere Wirtschaft ist stark, unsere Gesellschaft stabil, unser Staat handlungsfähig. Wir haben starke Partner und Verbündete in der Europäischen Union, der NATO, weltweit. Wir sind ein aktiver Spieler im globalen Multilateralismus. Und viele Zerfallsprognosen der letzten Jahre haben sich dagegen als übertrieben herausgestellt. Weder die Europäische Union, die NATO noch der Westen sind zerbrochen, wie uns das vielfach vorausgesagt wurde. Die Vereinten Nationen sind durchaus reformbedürftig, aber auch genauso resilient. Und die Pandemie hat die Weltwirtschaft weit weniger getroffen als zunächst befürchtet. Drittens, auf Basis dieser Lageanalyse muss Deutschland außenpolitisch den ambitionierten Weg weitergehen, den es in den vergangenen Jahren bereits eingeschlagen hat. Und dafür muss die deutsche Außenpolitik vor allen Dingen eines sein, nämlich mehr als die Verlängerung deutscher Innenpolitik. Sonst kollidieren hehre deutsche Ansprüche mit weltpolitischen Realitäten. In einer Welt des Wettbewerbs und der Kooperation sind zwei Prioritäten realistischer deutscher Außenpolitik alternativlos. Wir müssen unsere eigene Position stärken und wir müssen mehr mit allen Staaten dieser Welt kooperieren. Meine Damen und Herren, auf der einen Seite bedeutet das Dialog mit jenen, die unsere Werte nicht teilen. Das Wesen der Diplomatie besteht ja auch nicht darin, mit Freunden Partys zu veranstalten, sondern die Schwierigen an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und damit betreiben wir keine Politik des Verzichts, sondern eine Politik der Vernunft. So hat es Willy Brandt einmal sehr treffend gesagt. Denn Maximum Pressure und Isolationsversuche, Decoupling oder das Beharren auf den eigenen moralischen Überlegenheiten führen in der internationalen Politik außerordentlich selten ans Ziel. Und deshalb ist es wichtig, dass Deutschland weltweit für diplomatische Lösungen von Konflikten und Gegensätzen eintritt, auch wenn das zunächst einmal innenpolitisches Unverständnis oder Kritik verursacht. In Libyen haben wir so mit dem Berliner Prozess geholfen, dass dort nach Jahren des Bürgerkrieges die Waffen schweigen. Und ich weiß gar nicht, wie oft mir empfohlen worden ist, die Finger davon zu lassen, weil es sowieso nicht funktionieren würde. Mit unseren E3-Partnern Frankreich und Großbritannien haben wir das Nuklearabkommen mit dem Iran am Leben gehalten, was schwierig genug gewesen ist. Und in wenigen Tagen finden endlich wieder Gespräche zwischen allen Parteien in Wien statt. Mit der Stockholm-Initiative und unseren Zukunftswaffenkonferenzen haben wir in schwierigen Zeiten Rüstungskontrolle wieder auf die internationale Agenda gesetzt. Und auch die Gegensätze im östlichen Mittelmeer und der NATO haben wir mit Diplomatie versucht abzubauen. Und darüber hinaus
brauchen wir internationale Zusammenarbeit auch, um die globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Klimaschutz, Gesundheit, globale Gerechtigkeit. Dass solche Zusammenarbeit lohnt, das hat gerade der Klimagipfel COP26 gezeigt. Ja, man kann den Konferenzergebnissen durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber verglichen damit, wo die internationale Debatte zum Klimaschutz noch vor wenigen Jahren gewesen ist, sind die in Glasgow erreichten Beschlüsse durchaus bemerkenswert. Und das gilt auch für die Zusammenarbeit in den G20. Die Einigung auf eine weltweite Besteuerung von Unternehmensgewinnen ist ein Schritt hin mehr zu globaler Gerechtigkeit, an die die wenigsten wohl noch geglaubt haben. Und auch im Kampf gegen das Virus ist es richtig, dass wir weiter auf multilaterale Lösungen setzen. Und die Impfplattform COVAX, deren zweitgrößter Unterstützer Deutschland ist, hat bislang rund 500 Millionen Impfdosen an 3/4 der Länder weltweit ausgeliefert. Und schließlich, genau diese Arbeit an Menschheitsfragen haben wir auch in turbulenten Zeiten mit der Allianz für den Multilateralismus vorangetrieben, der mittlerweile über 70 Staaten angehören. Meine Damen und Herren, realistische deutsche Außenpolitik bedeutet andererseits aber auch, dass wir Gefahren erkennen, unsere Anliegen bestimmt vertreten und unsere Werte verteidigen. Aus einer Position der Schwäche wird uns das niemals gelingen. Auch hierzu hat Willy Brandt übrigens einen treffenden Satz gesagt. Friedenspolitik muss mehr bedeuten, als nur anderen zu applaudieren. Das Fundament unseres Einflusses in der Welt sind gesellschaftlicher Zusammenhalt und eine starke Wirtschaft hier bei uns zu Hause. Und daran wird sich nichts ändern. Und deshalb ist es wichtig, dass die kommende Bundesregierung weiter in soziale Gerechtigkeit, Modernisierung und Innovationskraft unseres Landes investieren wird, auch um uns außenpolitisch handlungsfähig bleiben zu lassen. Deutschland muss im internationalen Wettbewerb um Schlüsseltechnologien bestehen, Technologieführerschaften verteidigen und Verwundbarkeiten reduzieren. Wir haben das in der Pandemie bitter erlebt. Und dafür braucht es Forschung und Entwicklung, aber auch besseren Schutz unseres Know-how. Und daher haben wir in den vergangenen Jahren bei unserem Außenwirtschaftsrecht nachgeschärft und das neue IT-Sicherheitsgesetz ist ein wichtiger Schritt, bei dem es nicht nur darum geht, wirtschaftliche Effekte auszulösen, sondern auch sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Daneben muss Deutschland weiter seine Beiträge im Atlantischen Bündnis leisten, dem unverrückbaren Grundpfeiler unserer Sicherheit. Wir haben in der NATO den sogenannten Reflexionsprozess auf den Weg gebracht, der kommendes Jahr in ein neues strategisches Konzept einfließen wird, das auch bitter nötig ist. Es muss die NATO auf neue Herausforderungen einstellen, etwa im Cyber- und auch im Weltraum. Und darüber hinaus muss auch klar sein, dass Deutschland international in einem Systemwettbewerb steht. Autoritäre Staaten wie Russland und China setzen die regelbasierte Ordnung, das Völkerrecht und die universellen Menschenrechte immer mehr unter Druck. Hybride Bedrohungen und Desinformation nagen an unseren offenen Gesellschaften mehr, als das in der Vergangenheit jeder Fall gewesen ist. Und deshalb sage ich auch deutlich, das chinesische System steht für autokratische Werte, nach denen wir in demokratischen Staaten nicht leben wollen. Auch das muss sich in unserer Politik zeigen. Und deshalb hat Deutschland neue Koalitionen gebildet und Partnerschaften mit gleichgesinnten Staaten ausgeweitet, von den G7 über unsere neuen Indo-Pazifik-Leitlinien bis hin zum Summit for Democracy, zu dem Präsident Biden für den kommenden Monat eingeladen hat. Denn nicht allein, sondern nur mit Partnern wird Deutschland stark bleiben können. Meine Damen und Herren, das bringt mich zu meinem nächsten und vielleicht auch wichtigsten Punkt, nämlich Europa. Der unverrückbare Grundsatz einer jeden realistischen deutschen Außenpolitik bleibt: Wir tragen mit unserer Geschichte, Geografie und wirtschaftlichem Gewicht besondere Verantwortung für die Zukunft der Europäischen Union und damit des gesamten Kontinents. Und dieser Verantwortung müssen wir mit Augenmaß gerecht werden, nicht mit Hurra, Föderalismus oder deutschen Belehrungen. Unser Ziel muss es weiterhin sein,
die Europäische Union nach innen zusammenzuhalten und nach außen souveräner zu machen. In der Pandemie war die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen etwa und die Einigung auf den Europäischen Wiederaufbaufonds ein entscheidender Erfolg, errungen im Übrigen während der deutschen Ratspräsidentschaft und angetrieben vom deutsch-französischen Motor. Für den Zusammenhalt Europas ist es zudem zentral, dass Deutschland Brückenbauer zu den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten bleibt. Die Grundwerte der Europäischen Union, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, verbinden und verpflichten uns alle. Und wir brauchen auch weitere Schritte zu mehr europäischer Integration. Aber gleichzeitig muss auch klar sein, eine Spaltung der Europäischen Union in Ost und West, in ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das unsere östlichen Nachbarn eher als ein Europa empfinden, erster und zweiter Klasse, in dem sie in der zweiten Klasse sitzen, schwächt uns alle und gefährdet die Europäische Union. Die Sichtweisen der mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten gilt es auch in einer gemeinsamen europäischen Ostpolitik zu beachten. Gegenüber Partnern wie der Ukraine und Moldau und auch gegenüber Belarus und Russland. Und deshalb, wir wollen bessere Beziehungen zu Russland. Ja, natürlich. Wir können auch nur noch besser werden. Und dafür braucht es aber Fortschritte, insbesondere bei der Lösung des Konflikts in der Ostukraine, und zwar auf der Basis der Minsker Vereinbarung. Zuletzt hat Russland allerdings ein Treffen der Außenminister des Normandie-Formats verweigert und die jüngsten Nachrichten über russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine sind außerordentlich beunruhigend. Diese Vorgänge zeigen, der Ball für die Lösung bestehender Gegensätze liegt im Feld Moskaus. Die Europäische Union wird dabei weiter mit einer Stimme sprechen, davon bin ich fest überzeugt. Meine Damen und Herren, damit sind wir bereits bei der Frage nach der äußeren Souveränität der Europäischen Union und Europas insgesamt. Setzen wir dabei weiter auf die Stärken der Europäischen Union, ihrer Wirtschaftskraft und auch ihrer Regulationsmacht. Wir brauchen Fortschritte bei Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und wichtigen Partnern weltweit. Handelsabkommen sind, wie vielfach in der deutschen Gesellschaft vermutet, per se nichts Schlechtes. Wir wollen in einer freien Welt leben und freier Handel ist ein Teil dieser freien Welt. Nur so können wir international Umwelt- und Sozialstandards überhaupt voranbringen, anstatt sie durch Abschottung aufs Spiel zu setzen. Und gleichzeitig müssen wir uns weiter gegen unfaire Handelspraktiken zur Wehr setzen. Und auch bei der Entwicklung und beim Setzen von Standards für neue Technologien gilt es voranzukommen. Das schließt enge Zusammenarbeit mit Partnern wie den Vereinigten Staaten ein, wie wir sie mit dem Trade and Technology Council bereits auf die Schiene gesetzt haben. Und während der französischen Ratspräsidentschaft kommendes Jahr wollen wir auf unsere Fortschritte bei der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen, etwa der ständigen strukturierten Zusammenarbeit bei PESCO. Der hohe Vertreter Josep Borrell hat vergangene Woche einen ersten Entwurf des strategischen Kompasses vorgelegt, der absolut in die richtige Richtung weist. Ich will dazu nur einen Punkt anmerken, der mir besonders wichtig ist. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Westbalkan vor unserer unmittelbaren Haustür, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo und die verschärfte innenpolitische Lage in Bosnien zeigen, dass Glaubhaftigkeit und Handlungsfähigkeit, das muss Europa vor allen Dingen in seiner Nachbarschaft beweisen. Und deshalb brauchen wir für den Westbalkan endlich eine neue Dynamik im Beitrittsprozess, aber genauso andererseits auch Diskussionen über Sanktionen gegen diejenigen, die mit Hass und Hetze Obstruktionspolitik dort betreiben. Meine Damen und Herren, Europa nach innen zusammenhalten und nach außen souveräner machen. Deutschland stärken und gleichzeitig internationale Kooperationen ausbauen. Deutsche Verantwortung in der Welt, aber auch Ehrlichkeit zur Begrenztheit unserer Möglichkeiten. Hier liegt der Weg voran für die deutsche Außenpolitik. Und hier liegt auch der Beweis dafür, dass sich aus dem Ende der Illusionen, aus Illusionslosigkeit eine Tugend machen lässt, wenn sie in einen Realismus mündet, der aus Fehlern lernt, neue Ideen fördert und Bewährtes fortführt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Minister Maas. Thank you very much, Foreign Minister. Vielen Dank, Herr Außenminister, für diesen Überblick über die letzten 10 Jahre der deutschen Außenpolitik. Im Lichte dessen können wir jetzt mit einem wunderbaren Eröffnungspanel weitermachen. Hier geht es um Deutschland und Europa in einer Ära der Transformation. Sind wir bereit für die Zukunft? Mit Moderatorin wird Shakuntala Banerjee sein, die stellvertretende Leiterin des ZDF Hauptstadtstudios. Es machen mit Nathalie Loiseau, Franziska Brandner, Bernadette Seel und Timothy Garten-Ash. Sie können über unsere Konferenzplattform Fragen stellen. Und bitte stellen Sie sicher, dass Sie in der richtigen Session sind und dass Sie einen Knopf finden, wo Sie Ihre Fragen einstellen können. Zunächst einmal willkommen für unsere Panelisten hier im Saal und auch online zugeschaltet. Ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass ich anfangen darf. Guten Morgen an Sie alle. Guten Morgen hier in Berlin und auch vor Ihren Bildschirmen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Sie willkommen heißen darf. Und ich danke Ihnen, dass Sie beim Eröffnungspanel des Berliner Forums Außenpolitik 2020 mitmachen. Für die nächsten ungefähr 60 Minuten bin ich Ihre Moderatorin. Ich bin Shakuntala Banerjee und ich arbeite im Hauptstadtstudio ZDF und ich konzentriere mich vor allen Dingen auf die innenpolitischen Fragen in Deutschland. Aber heutzutage bedeutet es auch das Außenpolitik und manchmal ist gar nicht so klar, wie man die beiden Politikbereiche voneinander trennt. Jetzt bin ich auch direkt vor der Kamera. Und Sie können mir tatsächlich in die Augen schauen. Wie ich sagen würde, wollen wir zunächst einmal die wichtigsten Herausforderungen ansprechen, die wir im Moment sehen in Europa und in den deutsch-europäischen Beziehungen. Und hier muss ich sagen, hatte ich so einen nostalgischen Moment. Und sogar ein bisschen Verzweiflung heute Morgen, als ich mir die Themenliste angesehen habe, die wir diskutieren könnten. Nostalgisch war ich, weil ich an die alten Tage zurückgedacht habe, wo wir außenpolitische Konferenzen hatten, wo wir uns konzentriert haben auf ein Hauptthema, eine Hauptherausforderung. Und heute Morgen habe ich mal durchgezählt, wir haben so 10 solche große Themen. Das war mein Verzweiflungsmoment, wo ich mir gesagt habe, in einer Stunde schaffen wir das nicht. Wir hoffen sehr, dass wir einige der Themen tatsächlich besprechen können, einige der hausgemachten Probleme, die wir heutzutage haben. Und später können Sie natürlich ganz gerne auch noch etwas hinzufügen. Dann, wenn wir Ihre Fragen aus dem Publikum annehmen, erweitern wir gerne auch, denke ich mal, den Maßstab der zu diskutierenden Themen und nehmen gerne auch Ihre Fragen auf zu anderen Interessengebieten. Ich freue mich sehr, dass ich hier nicht alleine im Raum sitze, dass Corona es uns möglich macht, auch tatsächlich Live-Gäste zu haben. Willkommen möchte ich heißen Bernadette Seel. Sie ist unabhängiges Mitglied des ungarischen Parlaments, Mitglied der Opposition. Sie ist im Ausschuss für europäische Angelegenheiten und im Moment führt sie ihren Wahlkampf. In Ungarn gibt es im nächsten Frühjahr Wahlen. Willkommen hier in Berlin. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Willkommen auch an Franziska Brandner. Sie ist Bundestagsabgeordnete, Expertin für europäische Angelegenheiten und sie gehört zur Partei Bündnis 90 Die Grünen. Sie versuchen gerade, das Koalitionsabkommen für die nächste deutsche Bundesregierung zu verabschieden. Und es wird natürlich schon spekuliert, wer ist dann der nächste Parteichef, die nächste Parteichefin. Also wir werden hier noch sehr viel hören.
Digital bei uns sind heute Nathalie Loiseau und Timothy Garden-Ash. Nathalie Loiseau leitet den Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament. Sie war Ministerin für Europaangelegenheiten in der französischen Regierung 2017 bis 2019. Sie war ebenfalls Leiterin der Renaissance-Liste für die europäischen Wahlen 2019. Und ich denke, das war auch der Versuch, Manuel Macrons Reformen anzustrengen in der EU. Dann haben wir Timothy Garden-Ash dabei, Professor für europäische Studien, hat 10 Bücher geschrieben zur zeitgenössischen politischen Geschichte und er ist Experte zu allen Fragen hinsichtlich deutsche spezielle Beziehungen zur EU und zu Europa insgesamt. Danke, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auch. Der Titel dieses Podiums heißt Future Proof. Sind wir bereit und sicher für die Zukunft gerüstet? Sind wir das tatsächlich? Hier haben wir sehr viele Probleme, die genannt werden könnten. Corona, Digitalisierung, europäische Integration, Rechtsstaatlichkeit. Ein Thema möchte ich herausgreifen, das sehr emotional diskutiert wird gegenwärtig. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir im Moment stehen. Es ist die Krise an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Und hier beginne ich mit Bernadette Seel. Wir hören sehr viele Vergleiche. Man vergleicht mit der Krise der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik 2015. Damals hat die ungarische Regierung als erste dafür plädiert, dass die Grenzen geschlossen werden. Und es könnte sein, dass Herr Orbán recht gehabt hat, wenn wir auf die Grenze heutzutage blicken. Wie zukunftssicher ist ein Europa, das Migrationsströme nicht bewältigen kann? Das ist ein wichtiges Thema auch in Ungarn. Wir hören uns hier an, was das Auswärtige Amt sagt und die neue Vizepräsident der Fidesz-Partei. Sie geben der EU die Schuld, aber das ist nicht so. Was passiert ist, es ist der Fehler von Putin und Lukaschenko. Und es ist falsch, das der EU in die Schuhe zu schieben. Aber in Ungarn sagt man das Gegenteil. Das ist ein großes Problem. Ich denke, zukunftssicher sind wir, wenn wir keine Propaganda haben, wenn wir ernsthaft und ehrlich über unsere Probleme sprechen. Ich denke, die EU hat viele Probleme und Konflikte. Und ich stehe auf der Seite derjenigen, die versuchen, Lösungen zu finden und nicht einfach nur Kritik üben wollen an der Situation. Denn ich denke nicht, dass das konstruktiv ist. Wenn wir eine zukunftssichere EU haben wollen und wenn wir Lösungen haben wollen, die bereit sind für die Zukunft, dann müssen wir uns diejenigen Persönlichkeiten aussuchen, die nicht nur kritisieren und Propaganda betreiben, sondern die kooperieren und Lösungen suchen. Es ist eine lange Diskussion, begonnen 2015, sie läuft noch weiter und nimmt wieder an Fahrt auf. Timothy Garden-Ash, Sie haben die osteuropäischen Länder seit Jahrzehnten in ihrer Entwicklung mitverfolgt. Stimmen Sie denen zu, die sagen, wir sehen hier keine neue Migrationskrise, wir sehen hier einen Versuch, die EU zu destabilisieren, indem man Druck ausübt auf Polen und damit natürlich insgesamt die EU unter Druck setzt? Ich möchte erst mal anfangen zu sagen, keiner ist wirklich so gut für die Zukunft, also besten ist, wenn man sich vorbereitet, dass man nicht der Illusion ist, dass man in der Zukunft bestehen wird, auf jeden Fall bestehen wird. Und das war ein gutes Beispiel dafür. Also vor ein, zwei Monaten, wer hätte gedacht, dass Lukaschenko diese Taktik anwendet? Die Antwort ist beides. Es ist in der Tat eine Art hybride Kriegsführung, eine Aggression von Lukaschenko und hinter ihm Putin, der also die EU versucht zu destabilisieren. Gleichzeitig ist es auch ein echtes menschliches Drama. Das sind tragische Geschichten von Individuen,
die da also wirklich unwahrscheinlich leiden in ihren eigenen Ländern und einfach ein besseres Leben suchen. Und das ist eine Geschichte, die wir überall an den Rändern der EU haben. Und das ist also ein wirklich schwerer Balanceakt, den wir machen müssen, um unsere Grenzen zu sichern, alle Grenzen in Europa zu sichern, dass diese Taktik nicht funktioniert, ob es nun von Belarus kommt oder aus der Türkei kommt oder aus Marokko kommt, wie das schon vor kurzem in Ceuta, in der spanischen Enklave passiert ist, aber gleichzeitig also unsere europäischen Standards aufrechtzuerhalten und wirklich eine humanitäre Herangehensweise zu haben für diese Flüchtlinge und Migranten. So die polnische Regierung war da richtig erstmal und jetzt beim zweiten Punkt waren sie nicht erfolgreich. To the term of future-proof, just for reasons of practicability in this round, but you explained it quite brilliantly. The balancing act that you described, I think the European Union hasn't been very good at mastering exactly this in the recent past. Franziska Brandner, when you look at this, how future-proof is the EU if it can be destabilized so easily by just reinitializing the migration debate? Yeah, I think that we are still quite vulnerable and we have been not solving the migration crisis for much longer than 2015, because I think it's a mistake to say it started 2015. We had the debates with Italy much earlier on. What changed was in 2015 is that Germany was then becoming ready to accept refugees, to have a distribution, and before that Germany was advocating vehemently against it. But it has shifted in the German perspective in 2015, but for many of the border countries, it's a much older problem. And I think that we have been postponing it. And I think that if we do not address it, if we do not find the right balance between order and humanitarian grounds, we will be vulnerable for Lukashenko, for Moroccans, for whoever. And I firmly believe that we will not find a solution with the 27. We will need to start with smaller alliances, go that way, find legal access points, and find steps that pragmatically lead us to a more balanced approach in that question. If we don't do it, I think we will be vulnerable. And then we also have to act more forcefully against actors like Lukashenko. The sanctions are not tough enough. Trade actually has increased with Belarus over the last couple of weeks and months. So there is not a real sanction regime in place. And I think that is also part of the answer. I have a follow-up for you, because you said that it might be the right approach to form this coalition of the willings and go forward in that way. That did not seem to have helped in the recent past. We have never really done it. I have not seen that we were ready to say, okay, we will form now an alliance of 4, 7, 11, 15, how many member states we are, to set up a permanent ordered, structured system that we start with small little steps pragmatically to get a better way of handling these problems. We have not. We had a previous interior minister who came up with proposals that were from the beginning clear to be in a trash bin because it was not possible to implement them. And we have not had an interior minister who has been traveling around Europe to find solutions and compromises. And I hope that we will be better in the next government. As the migration pressure has now itself migrated towards the east, a quick question for you, Bernadette Scheel. Do you think that that Poland is now looking differently at the whole topic since it's experiencing the pressure firsthand? Well, basically, having a very close view at the whole situation might change the objective, but basically what we see is that I am sure that they see the origin of the problem, and that's very important to be very realistic about how the pressure comes from and to be very realistic about that, whether we want to solve the problem or we want to get use of the problem. And I really trust that our politicians
in Eastern Europe, Central Europe, and everywhere in Europe want to solve this problem and not get use out of this problem. That's the main issue about being future-proof, trying to solve and not make political use of it. Let's bring in Nathalie Loiseau. You are chair of the subcommittee on security and defense in the EP. We just heard about the difficult balancing act. And when you look at Lukashenko's method, the aspect human beings as an instrument of hybrid threats, how should Europe react? Well, it is clearly not a migration crisis. People were brought to Minsk, where they didn't even know where it was on the map, by a dictator, Lukashenko, to try to put pressure on the European Union. This is precisely what we call hybrid war, and hybrid war has started. We have to face it, and we have to be firm in our answer to the blackmail of Lukashenko. And I think there are a few lessons already that can be learned from this crisis. Poland was tempted to use the military way, asking British troops to come in, asking bilaterally to some member states to bring military to the border. You don't use military when you have human beings in front of you, civilians with no weapons. You use what the European Union is good at. And we have started to win the first part of the battle with Lukashenko by threatening of sanctions. Lukashenko has started slowly and not completely to step back. And I think the European Union should stop portraying itself as weak or vulnerable to these kind of threats. Because look, when Turkey tried a few months ago to blackmail us with migrants, it stopped. When Morocco had this weird idea of letting people enter Ceuta, it didn't last more than 24 hours. Meaning that whether we know it or not, we can be powerful. We can react. There is no reason that others, and especially a dictatorship like Belarus of Lukashenko, decides who enters in Europe. But we also have to tackle the crisis which trigger this migration flows, because otherwise there will always be a way to try to enter Europe. We have been slow and sort of a sleeping beauty in crises like Syria, like Libya, even if we are making progress like right now, like a number of places. Und wir müssen uns mehr engagieren, müssen uns mehr einsetzen für die Bewältigung von Risiken. Das funktioniert nicht immer. Wir müssen es aber versuchen. Wir können ja auch nicht die EU, die USA beschuldigen. Wo sind wir? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Und hier möchte ich sagen, ich denke nicht, dass wir so angreifbar sind. Ich denke, wir sollten hier auch unsere politischen Kampagnen führen. Wir versuchen das auf der EU-Ebene. Wir versuchen, zu zeigen, dass einfach die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, auch nicht eine Lösung gewesen sind. Und wir haben im Wahlkampf viel zu wenig Positives gehört. Timothy Garden-Ash, Sie sind hier bereit, etwas zu sagen. Also ich bin da mit mehr oder weniger allem einverstanden von Nathalie. Also ich habe mir die Situation mal angeschaut in der spanischen Enklave. Also was innerhalb eines Tages geschehen ist dort, also dass etwa 15% der Bevölkerung dieser Stadt wurden hereingeholt von Marokko, und das Trauma, Nathalie, diese Erfahrung hatte wirklich einen großen Einfluss, sodass die Unterstützung für Vox, die nationalistische, populistische Partei, und sie wollen eine Betonwand bauen, also die Unterstützung für diese Partei ist hochgeschossen. Also die Auswirkung dieser Krise ist eine größere Unterstützung der nationalistischen und populistischen Parteien. Und Herr Mohr in Ihrem Land hat genau dieses Thema als wichtiges Thema. Ich
Also es gibt wahrscheinlich die Migrationsangst und ich würde Suter nicht als etwas darstellen, das auf Kontinentaleuropa auch Anwendung findet. Das ist ein sehr besonderer Fall und hat sehr besondere Geschichten und Eigenschaften. Ja, es gab dort Aufstände und ich denke, dass die Reaktion aus Marokko riesig war. Aber das lässt sich nicht vergleichen mit dem Beispiel, wo MigrantInnen aus anderen Teilen der Welt nach Europa gebracht werden, um die EU zu destabilisieren. Da haben Sie absolut recht, aber der große Punkt, also die Radikalisierung der eigenen Politik, ist etwas, was wir beachten sollten. Ja, das war ein Blick auf die internen Faktoren, vor denen wir auch stehen. Und ich möchte zurückkommen auf die externen Faktoren. Denn wenn man sich diese besondere Situation anschaut, die Migrationsdiskussion, dann sieht man, oder das ist mein Eindruck, dass die EU ein Problem ist für Regime, die nicht auf diplomatischen Druck reagieren. Also es ist keine Frage der Lösung, sondern es ist ein Eindruck, der besteht, dass die EU nicht vereint ist und nicht souverän genug ist im Bereich Außenpolitik oder im Bereich Verteidigung. Deshalb noch eine Anschlussfrage an Nathalie Loiseau. Ihr Präsident hat wiederholt sich eingesetzt für stärkere EU-Verteidigungskapazitäten, für eine stärkere Rolle der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Erwarten Sie Fortschritte in diesem Bereich mit der neuen deutschen Bundesregierung? Nun, in gewisser Hinsicht würde ich sagen, dass wenn das jetzt nicht geschieht, wann dann? Wir alle stehen vor oder sehen die Bedingungen, unter denen sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen haben. Ich stelle die USA nicht an den Pranger dafür, aber es gibt immer noch viele offene Fragen, die nicht beantwortet wurden. Wie wurde die Entscheidung geplant und umgesetzt? Mit sehr wenigen Beratungen mit Europa und anderen Alliierten. Und die Konsequenzen für Europa sind zu sehen, insbesondere wenn Al-Qaida und der IS sich ermutigt führen durch den Sieg der Taliban in Afghanistan, dann ist Europa eines der ersten Ziele. Und ich denke, dass wir alle das beobachten konnten und wir waren geschockt und wir haben gemerkt, dass wir uns immer auf die USA verlassen haben. Ihr Militär war immer sehr hilfreich. Aber was passiert an einem Ort in der Welt, wenn das US-Militär nicht vor Ort ist? Wir haben wenig Koordination in Europa und wir wissen, dass es immer noch Leute vor Ort gibt, die gerettet werden müssen aus Afghanistan. Also das war sozusagen ein Weckruf für uns. Um etwas Praktisches anzumerken, Frankreich und Pro-EuropäerInnen bitten nicht um eine gemeinsame EU-Verteidigung. Nein, wir möchten, dass wir unter unterschiedlichen Umständen und in unterschiedlichen Kontexten entsprechend reagieren. Bilateral haben wir das bereits getan. Auf EU-Ebene muss das natürlich auch geschehen, wenn es nötig ist. Also wir haben immer noch militärische Missionen. Wir haben schwache Mandate, wir haben nach wie vor Probleme und wir haben entschlossen, auf Ratsebene militärische Bildungs- und Schulungsmissionen nach Mosambik zu schicken. Und das dauert 6 Monate, um die ersten Leute dort hinzubringen. Und das ist natürlich extrem langsam. Und wir leben nicht in einem Vakuum. Andere treten in dieses Vakuum und agieren gegen Menschenrechte. Wir sind also aufgerufen, aktiver zu werden. Wir müssen uns besser organisieren und wir müssen realisieren, dass die Prozesse beschleunigt werden müssen. Wir müssen sehen, dass wir nicht total im Frieden leben. Und ich habe der ECOMAS genau zugehört und
Es war dieses übliche deutsche Denken. Ich habe Herrn Maas sagen gehört, dass alles nicht so schlimm ist. Und ja, ich stimme dem nicht absolut zu, aber ich bin auch nicht absolut anderer Meinung. Also der westliche Balkan kann jederzeit explodieren. Die südliche Nachbarschaft ist instabil und wir können uns nicht immer nur auf die USA und die NATO verlassen. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir ernst genommen werden, dass wir respektiert werden. Und ich bin keine Kriegstreiberin. Ich sage nicht, dass wir Kriege anstrengen sollen, aber ich denke, es gibt autoritäre Regime, die uns auf die Probe stellen. Und wenn sie nicht sehen, dass wir stabil sind und entschlossen sind, dann müssen wir vielleicht einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Afghanistan haben Sie als Weckruf angesprochen. Es gab eine große Diskussion dazu in Deutschland. Und jetzt muss ich natürlich zu Franziska Brandner kommen, denn sie ist Teil einer Partei, die vielleicht auch Teil der zukünftigen Bundesregierung sein wird. 2 von 3 Koalitionsparteien setzen sich nicht für mehr militärische Verantwortung in der Welt ein. Wenn Sie diese Erwartungen nun hören, was können Frankreich und Europa von einer zukünftigen Bundesregierung erwarten? Ich denke, es ist wichtig, wie Nathalie Loiseau gesagt hat, dass wir uns realistisch unsere Nachbarschaft anschauen und nicht einfach so tun, als ob alles okay ist, dass wir einfach alles so wie in der Vergangenheit weitermachen können. Ich habe Heiko Maas auch zugehört und er sprach von deutschen Interessen und dass sie keine Verlängerung der internen Debatten sein sollen und dürfen. Nun, zunächst einmal denke ich, es ist unmöglich zu sagen, wo beginnt und endet die Innenpolitik und wo beginnt und endet die Außenpolitik. Ich würde immer sagen, dass das größte Problem, vor dem wir stehen, ist, dass wir das nicht als europäische Interessen definieren. Wenn wir wirklich Wandel bewirken wollen in dieser Welt, müssen wir unsere deutschen Interessen durch die Brille Europas definieren. Und wir müssen definieren, wo wir als EuropäerInnen stehen wollen. Und ich würde nicht die deutschen Interessen den deutschen wirtschaftlichen Interessen gleichsetzen, denn das ist das, was wir in der Vergangenheit in vielen Situationen getan haben. Und ich denke, dass das die Veränderung ist, die wir hoffentlich erreichen können, dass wir ein Fundament für Europa bauen, damit wir besser agieren können. Ja, wir brauchen mehr Synergien, wir brauchen mehr Kapazitäten, aber auch mehr konzeptuelle Rahmen, um diese Missionen erfolgreich zu machen. Nathalie, was Sie gesagt haben, stimmt. Ja, das dauert eine Weile, aber Sie sind auch nicht sehr erfolgreich. Sie haben keine gute Bilanz aufzuweisen, eher eine schlechte Bilanz. Wir brauchen also nicht mehr, sondern wir brauchen eine Verbesserung dieser Missionen. Wir brauchen auch Fundamente für unsere digitale und Energieinfrastrukturen. Wir müssen resilienter sein, wenn es um das Gesundheitswesen geht. Das müssen wir verbessern. Also Resilienz in einem Rahmen, in einem Netz, das uns international offen hält. Dieses Netzwerk ist wunderbar, aber wir müssen resilienter sein und handlungsfähiger werden. Wir als Deutsche können Teil dieser Transition sein. Wir können die EU strategischer souverän machen oder strategisch souveränär machen. Wir müssen einfach den Kurs verändern. Wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher tun, werden wir einen hohen Preis dafür zahlen. Nathalie, Sie haben gesagt, Europa ist nicht verwundbar wegen der Migration. Nun, ich denke, dieses Thema hat die französische Debatte seit langem vergiftet. Und es ist wirklich schmerzhaft, die französische Kampagne zu verfolgen und auch die Debatten in der bevorstehenden Wahl. Das ist wirklich eine Verwundbarkeit, die existiert. Ja, aber noch eine Frage. Wie kann Deutschland dabei helfen, in Situationen zum Beispiel, wo wir EuropäerInnen retten müssen aus einem Krisengebiet, wie zum Beispiel in Afghanistan? Denn da haben wir ja kläglich versagt. Wie kann Deutschland jetzt einen Beitrag dazu leisten und sicherstellen, dass so etwas nicht nochmal passiert? Nun, wir haben uns eingesetzt dafür, dass wir mehr Integration unserer militärischen Kräfte brauchen, durch die Schaffung von Synergien, durch eine Situation, wo wir nicht 17 Systeme haben, die alle nicht funktionieren. Wir haben den Verteidigungsminister kritisiert, die Verteidigungsministerin kritisiert, dass sie nicht genug Führung bewiesen hat, gemeinsam mit Frankreich, dass sie schwierige
und komplexe institutionelle Strukturen nicht abgebaut hat. Also wir haben uns immer eingesetzt für die deutsch-französische und auch europäische Kooperation. Und in Afghanistan ist das Problem sehr viel breiter. Es geht nicht nur um die militärische Frage. Ja, wir müssen auch militärisch etwas tun, aber wir müssen uns auch fragen, was ist ein Rahmen für eine Militärmission, wenn es um Mali geht? Was ist unser politisches Ziel dort? Was machen wir dort? Wie gehen wir mit dem Norden um? Also ich bin eher kritisch, was die französische Position angeht. Denn die Frage ist, was ist unser Ziel in diesen Ländern? Was tun wir zusätzlich zu den militärischen Operationen, um Ziele zu erreichen? Wenn wir alles erfolgreicher machen, wenn wir alles verbessern, dann hoffe ich, dass wir auch mehr Deutsche überzeugen können. Wir haben noch 8 Minuten für unsere Diskussion hier, bevor wir die Diskussionsrunde öffnen. Noch eine Frage. Ich denke, eine Vorbedingung für mehr Kooperation innerhalb der Europäischen Union ist mehr Einheit. Und wenn es um diese Frage geht, sind die Chancen, die EU zukunftssicher zu machen, relativ schlecht. Bernadette, nun, Viktor Orban hat ja den Ausdruck geschaffen, illiberale Demokratien. Er hat eine Welle der Deliberalisierung losgetreten, insbesondere in Osteuropa. Und das spaltet auch die Europäische Union. Aber Sie, Bernadette, glauben, dass die Deliberalisierung nicht unumkehrbar ist. Dafür setzen Sie sich ja auch in Ihrem Wahlkampf ein. Brauchen Sie mehr Unterstützung vom zukünftigen Bundeskanzler Scholz? Nun, wir sind durch schwere Zeiten gegangen, denn ja, ich wollte eine Botschaft mit Ihnen teilen. Wir dürfen wirtschaftliche Interessen und Werte nicht trennen. Ich denke, beide gehen Hand in Hand. Und das ist eine Lektion, die wir gelernt haben. Denn wenn wir diese autokratischen Führer alleine lassen mit ihren wirtschaftlichen Interessen und wenn wir immer wieder zu uns sagen, dass wir sie pazifizieren können und dass wir mit ihnen verhandeln können und dass wir mit ihnen einen Dialog anstrengen können, dann muss ich Ihnen sagen, dass das nicht funktioniert. Man kann sie nicht befrieden, sie werden immer radikaler. In Ungarn haben wir zum Beispiel eine große Propagandakampagne gesehen. Da geht es natürlich auch um die EU. Und es gab dieses Emoji auf der Straße. Da wurde gesagt, nun, dieses Kindergesicht und darunter stand, stimmen Sie der oder sind Sie im Kummer, was die EU angeht? Und das war die Botschaft. Das war eine Botschaft, die lange gespielt wurde. Meine Botschaft in Bezug auf die Situation ist, dass wir in der EU weiter unsere Werte verteidigen müssen. Und wir dürfen das nicht von den wirtschaftlichen Interessen trennen. Denn was in meinem Land passiert, ist, dass viel EU-Steuergeld für Korruption ausgegeben wird, sozusagen. Und das ist auch ein Rückschlag für die EU-Wirtschaft. Und politisch ist das natürlich ein riesiges Problem, denn die EU wird derzeit zerstört von Herrn Orban. Und Ungarn ist eine Herausforderung, stellt eine Herausforderung für viele Länder in der EU dar. In einer wichtigen Zeit, wo Einheit, Zusammenstehen ein absolutes Muss ist, wegen Klimawandel, der Migrantinnenkrise und so weiter. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten für die Diskussion hier auf dem Podium. Im Zentrum der Debatte steht ja die Rechtsstaatlichkeit, denke ich. Und die Europäische Kommission hat derzeit mit Polen und Ungarn, insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit, zu kämpfen. Timothy, brauchen wir eine aktivere Bundesregierung, um die Rechtsstaatlichkeit in der EU zu verteidigen? Würde das helfen? Ja, absolut. Also nicht nur die Rechtsstaatlichkeit. Aber was Bernadette gerade gesagt hat, ist richtig. Also was geschehen ist in Ungarn in den letzten 10 Jahren, ist wirklich schockierend. Also diese systematische Erosion der Demokratie, nicht nur der Rechtsstaatlichkeit. Viele würden sagen, Ungarn heute ist keine Demokratie mehr, ein Hybridsystem. Also ein kompetitiv autoritäres System. Also das Land war ein volles Mitglied der EU und hat
also massive Finanzen von der EU eingesetzt. Boris Johnson spricht nur darüber, alles zu bekommen auf einmal, und Viktor Orban hat das geschafft. Also es ist eine unwahrscheinliche Bedrohung zusammen, was mit Polen, was sie die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Aber die EU als Gemeinschaft der Demokratien wurden angegriffen. Also Deutschland hat bestimmte müssen vorsichtig sein mit Polen und wegen der Geschichte. Aber Polen hat natürlich auch eine spezielle Beziehung mit Frankreich, weil sie auf der und die EU muss auf die Rechtsstaatlichkeit bestehen, und Deutschland ist absolut der wichtigste Partner mit Ungarn. Also ein Drittel der Exporte geht nach Ungarn, und ich glaube, da sollte man also klarere Handlungen von Deutschland erwarten. Und Europa als Ganzes muss endlich eine wirksame Verbindung zwischen den Werten und dem Geld schaffen. Ich muss noch mal zu Franziska Brandner kommen. Wir wissen natürlich noch nicht, ob Sie Teil der deutschen Bundesregierung sein werden, aber Sie sind relativ nah an einem Koalitionsvertrag dran. Die Rechtsstaatlichkeit ist vielleicht eines der wenigen Themen, auf das alle drei Koalitionspartner sich verständigen können. Können Sie uns vielleicht schon sagen, was die ersten Schritte sein könnten, um die Rechtsstaatlichkeit in der EU sicherzustellen und zu garantieren? Nun, ich denke, es ist genau das, was Timothy gerade beleuchtet hat, also dass die Bundesregierung präzise und klar sein muss. Und ich höre natürlich den Aufruf von Bernadette, die sagt, bitte unterstützt uns und verbindet wirtschaftliche Politik auch mit den Werten. Und das ist natürlich ganz essentiell. Und ich denke, dass das etwas ist, das wir weiter betreiben müssen. Deutschland hat diese Brückenbauerfunktion, ja, aber wenn man eine Brücke hat, die ins Nichts führt, dann fragt man sich, inwieweit hilft diese Brücke? Und wenn man Brücken baut im Bereich Rechtsstaatlichkeit, ja, dann baut man diese Brücken, aber man baut keine Brücken, wenn es um diese tiefen Sicherheitsinteressen eines Landes geht, zum Beispiel Nord Stream 2. Also wir müssen energischer vorgehen, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht. Und wir müssen aber auch Sicherheitsinteressen respektieren, wenn es um OsteuropäerInnen geht und um deren Sorgen gegenüber Putin. Ich hoffe, dass wir diesen Shift bewerkstelligen können, strikter zu sein im Bereich Rechtsstaatlichkeit und gleichzeitig die Sicherheitsinteressen Osteuropas zu berücksichtigen. Ich hoffe, dass wir diesen Shift hinkriegen. Und ich hoffe, dass die Opposition in Ungarn gewinnen wird. Ich glaube, dass wir die Opposition sehr viel mehr unterstützen können. Deutsche PolitikerInnen können die Opposition in Ungarn sehr viel mehr und besser unterstützen. Ich bedauere es immer, Timothy, dass wir nicht die Aufrufe der britischen PolitikerInnen erhört haben, nach Großbritannien zu kommen vor dem Referendum. Also im Rückblick sagen viele, ihr hättet nach Großbritannien kommen sollen. Ihr hättet uns zeigen sollen, dass es euch wichtig ist, was wir in Großbritannien machen und entscheiden. Und ja, das müssen wir jetzt auch für Ungarn sagen. Wir sind nah an Ungarn dran. Und ich mache mir da große Gedanken und Sorgen drüber. Und ich hoffe, dass wir die entsprechenden Signale auch aussenden können. Nur ein Satz. Also, es gibt einen vereinbarten Mechanismen der Konditionen von der Rechtsstaatlichkeit. Und die EU-Kommission setzt das immer noch nicht um. Und der konkrete Schritt wäre, also hören wir mal auf mit dem Hin und Her und setzen wir diesen Mechanismus um. All right, thank you. I have to. Okay, vielen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Zeit blicken, und unsere Zeit für das Panel hier ist zu Ende, und es ist jetzt Zeit zu eröffnen für Ihre Fragen. Wir haben bereits eine erste Frage erhalten, die bereits auf Video aufgezeichnet wurde. Amika Biswanath aus Mumbai. Guten Tag aus Indien.
Das ist wirklich eine Frage live, nicht vorher aufgezeichnet. Ich bin Ambika Vishwanath und ich bin Leiterin eines kleinen Thinktanks in Mumbai. Und wenn möglich, würde ich diese Diskussion heute eröffnen. Wir reden ja über eine Zeit der Transformation, über Rechtsstaatlichkeit im größeren Raum, den ich hier ansprechen will. Und hier möchte ich ein paar Dinge erwähnen. Der Minister hat über neue Perspektiven geredet. Und dann hatten wir Frau Brandner, die absolut richtig etwas zu Ungarn gesagt hat. Und das sollten wir, denke ich, auch in die größere Perspektive setzen, in die größeren Partnerschaften. Da geht es sich ja um Klimawandel, aber auch um Afghanistan, verschiedene Aspekte dessen, was im indopazifischen Raum passiert. Wenn Ungarn gewisse Erwartungen hat, die Deutschland und die EU vielleicht hier erwarten. Wie sieht es aus mit uns hier in Indien? Welche Erwartungen können wir denn haben hinsichtlich der neuen deutschen Regierung und der EU? Wird es inklusivere Entscheidungsstrukturen geben? Wird es mehr Gespräche geben? Auch über den gesamten globalen Raum. Wie gesagt, da ist China, da ist Afghanistan, da ist Klimawandel, da sind die Handelsabkommen-Themen, die angesprochen wurden, aber noch nicht ausdiskutiert. Und noch ein Zusatz zu meiner Frage. Deutschland und einige Länder in Europa reden über Gender Mainstreaming in ihrer Außenpolitik und Innenpolitik. Wie sieht es damit aus? Ist das eine Linse, die man auch hier einbringen kann in die Fragen der Transformation der neuen Perspektiven? Making you a pre-recorded video. Entschuldigung, dass ich geglaubt habe, es sei ein voraufgezeichnetes Video. Große Erwartungen, Franziska Brandner. Vielen Dank für Ihre Fragen und guten Tag an Sie in Mumbai zunächst einmal. Herausgreifen will ich Ihren Punkt der Inklusivität der Netzwerke und vielleicht auch ganz gezielt Indien als wichtigerer Partner für Klimawandel und Demokratie. Wir hoffen, dass wir das leisten können, dass wir Klimapartnerschaften schaffen können in der ganzen Welt und dass wir helfen können, gemeinsame technologische Ansätze zu entwickeln. Und da gibt es sehr viel, das wir tun können und auch müssen. Und ich hoffe sehr, dass die deutsche Industrie sich hier ebenfalls diversifiziert. Wir sind abhängiger geworden von China während der Corona-Krise. Und ich denke, das ist kontraintuitiv. Wir haben ja gesehen, wie schwierig die Lage ist. Also Indien wäre vielleicht ein Partner, den wir in den Blick nehmen sollten. Wie sieht's aus mit Gender Mainstreaming? Oh ja, da gab es so viele Fragen. Gender Mainstreaming, hier hoffe ich, dass wir eine inklusivere Außenpolitik führen können, die sich Machtstrukturen anschaut und ihre Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit. Da gibt es bereits gute Beispiele in der EU, wie das funktioniert. Und wir sehen, dass das auch sehr wirkungsvoll ist. Und ich hoffe sehr, dass wir hier mehr leisten können. Schritte wurden schon vom fast schon ehemaligen Außenminister getroffen und wir wollen das weiterführen. Nun Fragen, die übers iPad zu mir gekommen sind. Ich denke, hier gibt es eine Frage, die sich vielleicht an Nathalie Loiseau richtet. Wie sollte Deutschland die französische Präsidentschaft in der EU unterstützen, damit es mehr Zusammenhalt in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt? Ich denke, Synergien gibt es immer dann, wenn die Europäer sich zusammentun und
das ist ja das Wichtigste in der Außenpolitik Europas. Angefangen hat es in der deutschen Präsidentschaft und weitergehen sollte es in der französischen Präsidentschaft. Wir haben angefangen mit einer Bedrohungsanalyse und diese Risikoanalyse haben wir unter allen Mitgliedstaaten geteilt. Ein wichtiger erster Schritt. Wir sollten uns auch nicht scheuen, pragmatische, realistische und ambitionierte Entscheidungen zu treffen. Die europäische Verteidigung heißt nicht, dass wir uns komplett von der NATO abkehren. Wir wollen eine starke Säule innerhalb der NATO werden. Und wir glauben an die NATO und wir müssen sagen, dass die NATO im Moment jetzt nicht die beste Phase in ihrer Geschichte durchläuft. Die NATO muss gestärkt werden. Auch das ist die Verantwortung Europas, besser zu koordinieren, besser sich vorzubereiten auf die verschiedensten Bedrohungen. Hier brauchen wir auch Deutschlands Engagement und ich denke, Deutschland wird sich engagieren. Und die Instrumente, die wir geschaffen haben vor einigen Jahren, die strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu Verteidigungskapazitäten ist gut. Deutschland hat hier traditionell immer darauf bestanden, dass dieser Prozess inklusiv läuft. Wir haben versucht, hier die Mitgliedstaaten mehrheitlich an Bord zu bekommen. Nun müssen wir aber auch darauf schauen, wo ist Exzellenz, wo gibt es einen Mehrwert, sodass die Verteidigungsstrategie ein Werkzeug für die europäische Souveränität ist, besser uns besser werden lässt, als wir es bislang sind. Es ist ein Thema, wo wir sehr viele theoretische Dinge besprechen, wie theoretische Autonomie. Und jetzt sollten wir aufhören zu reden, Theorie zu betreiben und einfach praktisch etwas zu tun dafür, dass wir resilienter werden, zuverlässiger werden als Partner. Und wir müssen das auch tun, um besser respektiert zu werden. Es gibt sehr viele Fragen hinsichtlich des zukünftigen Kurses von Deutschland in der Außenpolitik. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt hier den Namen des Fragestellers oder der Fragestellerin nicht nennen kann, weil auf dem iPad sieht es so aus, als ob das alles Fragen von Judith sind. Also wahrscheinlich ist das die Administratorin. Also, wie gesagt, entschuldigen Sie, wenn ich dann Ihren Namen nicht zur Frage nenne. Es gibt eine Frage an Sie. Werden die Grünen in der Lage sein, eine normative Außenpolitik zu betreiben? Ich hoffe, dass wir, nein, ich hoffe nicht nur, ich bin ganz sicher, dass wir unsere europäischen Werte nicht aufgeben werden. Und wir wissen, dass wir sie verteidigen müssen in einer schwieriger werdenden Welt. Und wir müssen unsere europäischen Bürger schützen. Wir müssen unsere Demokratie innerhalb unserer Mitgliedstaaten und innerhalb der EU schützen. Und ich war sehr glücklich, als Präsident Steinmeier gestern über Memorial gesprochen hat. Es ist wichtig, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Natürlich reden wir auch weiter mit China zu Handel, zu Klimafragen. Wir reden mit Putin weiter reden zum Thema Klima und zu anderen Fragen. Aber wir dürfen nicht vergessen, warum wir Außenpolitik betreiben. Es ist nett zu sagen, ja, wir sprechen mit allen. Aber was ist der Zweck und das Ziel dieser Gespräche? Das muss uns immer noch klar vor Augen sein. Und ich habe immer daran geglaubt, dass wir unsere Interessen und Werte in Europa und darüber hinaus verteidigen. Sie drücken Hoffnung aus, aber wo sehen Sie die Grenzen für tatsächliches Erreichen? Nun, ich kann jetzt nichts sagen aus den Koalitionsverhandlungen heraus. Aber wissen Sie, es geht um dieses Gleichgewicht zwischen Härte auf der einen Seite, Dialog und Problemlösungsbereitschaft. Da braucht man eine Austarierung die ganze Zeit. Und meine Angst ist nur, dass wir nach dem Versagen in Afghanistan
völlig das Gegenteil machen, dass wir sagen, wir machen nur noch pragmatische Realpolitik. Und ich denke, das geht nicht um ein Schwenken des Pendels von einem Extrem zum anderen. Es geht um einen kontinuierlichen Kampf hin zu einem Gleichgewicht. Es ist die Herausforderung, die die nächste Regierung vor sich haben wird. Und ich bin sicher, dass wir hier etwas leisten und erreichen können. Es gibt eine Frage hier. Hier wird gesagt, seit 5 Jahren, ganz besonders seit der Trump-Administration, diskutieren wir die gleichen Sachen. Wie sieht es aus mit Europa? Ist Europa überhaupt in der Lage zu handeln, politischen Willen tatsächlich umzusetzen? Da müssen wir zunächst einmal fragen, was bedeutet es, wenn es mal schief geht und ein Land die EU verlässt? Haben wir da unsere Hausaufgaben nicht gemacht? Ich arbeite an der Geschichte des modernen Europas. Da gibt es nur Krisen, also Brexit-Crisis, Migrations-Crisis, Ungarn-Crisis, Trump-Crisis, Covid-Crisis. Also es ist nicht überraschend, dass die Europäische Union also da unter diesen ganzen Krisen da wirklich stolpert. Also wenn man sich die Geschichte der EU anschaut und so der Schlüssel, sich vorwärts zu bewegen, liegt doch darin, wenn man Koalition der Willigen hat, also die Mitgliedstaaten, die in eine bestimmte Richtung marschieren und die auch einen Plan haben. Also wie Jacques Delors im 80er Jahre hatte. Also die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Chance, die wir haben mit einer neuen Regierung in Deutschland, und das ist ja eine Koalition der Willigen, wenn man so sagen möchte, der Reformen, der Parteien, die also Reformen unternehmen wollen. Und da bekommt man eine größere europäische Koalition der Willigen. Also nehmen wir an, dass Emmanuel Macron wiedergewählt wird, dann wollen wir hoffen, dass er wiedergewählt wird. Und dann haben sie Deutschland und Frankreich. Und dann haben sie also fast eine spezielle Beziehung zwischen Frankreich und Italien unter Mario Draghi. Und das wird symbolisiert mit dem neuen Vertrag. Und dann haben sie proeuropäische Regierung in Spanien, in den Niederlanden und anderswo. Also die Gelegenheit, die Chance ist, dass man, wenn eine kritische Masse erreicht wird, der europäischen Koalition der Willigen, dass wir uns vorwärts bewegen können. Und die Schwierigkeit ist, das, was Franziska Brandner gerade gesagt hat, ist, wenn man eine deutsche Koalition der Willigen hat, im Herzen der europäischen Koalition der Willigen, muss man also viele Kompromisse eingehen in den verschiedenen, unter den verschiedenen Positionen der Parteien und nationalen Regierungen. Und sind diese Kompromisse dann wirklich so gelegen, dass wir tatsächlich Handlung vornehmen können? Aber als Historiker kann man sagen, dass es eine große Chance ist und wir sollten diese Chance benutzen. Reichen Kompromisse aus, um Ungarn wieder auf den europäischen Pfad zurückzuführen? Ich stimme Ihnen zu, das sind wirklich sehr interessante Zeiten, in der wir leben. Und Kompromisse heißen nicht, dass wir gelähmt sind. Und es liegt ja immer an den Menschen, an ihrem Mut, ob sie die Möglichkeit sehen, etwas zu tun, voranzugehen. Und das könnte uns zu einem ganz neuen Niveau bringen. In meinem Land zum Beispiel haben wir, wie wir es diskutiert haben, gesehen, dass die Demokratie getötet wird. Es gibt keine illiberale Demokratie. Das gibt es nicht. Es ist ein oppressives Regime. Und wir müssen uns hier zusammentun, unsere Ideen, unsere Motivation für die Zukunft zu sammeln, progressiver zu denken. Und seit dem Regimewechsel haben wir tatsächlich Kräfte in Ungarn, die vorangehen. Und ich denke, wir können jetzt hier auch unsere Demokratie feiern im Frühjahr. Es ist natürlich schwierig für uns. Und wir sehen auch unsere Gegner, wie sie versuchen, immer weiter uns in die Vergangenheit zurückzudrängen. Doch wir sind motiviert. Und wenn wir weitermachen, dann können wir Veränderungen anstoßen. Und das, denke ich, ist auch der Fall für die gesamte europäische Geschichte. Eine positive Geschichte. Ilja Tüchter fragt, wird die neue Regierung in Berlin Nord Stream 2 killen, sozusagen Werte über Geld zu stellen? Das ist eine Topfrage für Sie, Frau Brandner.
Sie Grünen haben es ja versucht. Ilja Tüchter, der die Frage gestellt hat, weiß, dass ich gegen Nord Stream 2 seit Jahren kämpfe. Ich denke, dass ein Teil davon ist Geschichte und die Bundesnetzagentur in Deutschland überprüft jetzt sehr ernsthaft, dass das europäische Recht hier komplett umgesetzt wird. Und hier ist es ganz wichtig, auch von der Europäischen Kommission Ratschläge zu erhalten. Hier müssen wir alle sicherstellen, dass das europäische Recht eingehalten wird, dass die europäischen Interessen durchgesetzt werden. Und das große Ziel muss jetzt sein, wir müssen weniger abhängig sein werden vom russischen Gas. Und deswegen müssen wir schnell und sehr massiv unsere eigenen erneuerbaren Energien ausbauen. Sonst haben wir im nächsten Herbst die nächste Gaskrise und so wird es immer weitergehen. Das ist eine Motivation, weiterzumachen und das ist auch ein Thema des Klimaschutzes. Es ist aber auch in unseren strategischen Sicherheitsinteressen. Ich habe noch eine Frage von Herrn Gupta oder Frau Gupta. Welche Rolle spielt Europa in den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA? Ich gebe die Frage an Timothy. Also, ich glaube, dass die erste Frage ist, was ist die Natur der Herausforderung? Und die erste Frage ist, also was ist die richtige Antwort? Also nicht, wo wir uns positionieren zwischen der USA und China. Und die Realität ist doch, dass in der letzten Dekade hat China jetzt sich bewegt von einem autoritären Staat und hat eine positive Evolution, bewegt sich zurück zu einer starken leninistischen und neototalitären Staat und auch in der Außenpolitik sichtbar. Das ist die Natur der Herausforderung. Und unsere Antworten muss sein, und ich glaube, Heiko Maas hat das auch gesagt, dass wir unsere alle europäischen Politik ändern müssen, auch Großbritannien. Wandel durch Handel. Also Wandel durch Handel ist eine der Illusionen, die Heiko Maas da sich darauf bezogen hat. Das hat nicht funktioniert. Die Interesse der deutschen Autoindustrie ist nicht identisch mit den Interessen von Europa oder der demokratischen Welt. Also was wir eigentlich brauchen, ist, was wir in der deutschen Ostpolitik hatten, und zwar eine zweigleisige Politik. Also auf der einen Seite muss die Politik, also große wirtschaftliche Engagement, wissenschaftliche, kulturelle Verbindung, Kooperation zu Klimawandel und so weiter und eine und das noch viel mehr als während des Kalten Krieges. Aber auf der anderen Seite sollen auch klare Linien sein, indem man China irgendwie zurückhält. Und dass man muss aus die Integrität unserer eigenen Demokratie entsprechend verteidigen. Wir haben also selbst Zensur in der eigenen, in den Universitäten, in den Medien bezüglich China, aber auch geopolitisch. Und ich und was mit Opus passiert ist, ist, dass Frankreich, also höchstwahrscheinlich das einzige europäische Land ist, außer Großbritannien, was wirklich es ernst, also geostrategische Engagement im Indo-Pazifik ernst nimmt. Also wir brauchen aber eine gemeinsame europäische und amerikanische geostrategisches Engagement im Indo-Pazifik, sodass Europa also dort in einer neuen Ostpolitik mit einem neuen Herangehen bleiben soll. Vielen Dank. Es tut uns leid, dass wir nicht alle Fragen hier ansprechen und auch beantworten können, weil unsere Zeit ist aufgebraucht. Irgendwo werde ich jetzt gerade in meinen Sprachen total verfangen. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, unser Eröffnungspanel haben wir absolviert. Danke an alle Teilnehmer für die engagierte Diskussion und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie heute dabei sind, dass Sie uns Fragen schicken und dass Sie uns zuhören. Und ich hoffe sehr, dass Sie auch im nächsten Teil des Programmes hier in Berlin dabei sind. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Vielen Dank.
Shakuntala Banerjee. Und danke an unsere Panelisten und Panelistinnen für ein wunderbares Eröffnungspanel.